ich ein Ding bekomme. Warrior. Ich will normalerweise warten, bis er hier vorne ist. Wunderbar. So, down, wir werden dir restaffen. Ich wollte geschiebt, da theoretisch müsste der auslaufen. Und dann können wir staffen. Hier haben wir einen Warrior im Hintergrund. Oh. Ich habe halt keine Makros oder irgendwas, ne? Also keine. Kann ich sehen, ob hier irgendwo. Ich kann nicht sehen, wie lange meine Stunts gehen. Na, es wird ein bisschen nervig sein. Sehr schön. Das heißt, wir müssen uns immer im Kopf ein bisschen abschätzen, wann der Stun ausläuft. Dann durch. Wir können aber theoretisch. Ich komme mit dem Stealth nicht rauf, leider, ne? Ich kann aber so machen. Einmal zappen. Dann kann ich hier aufmounten. Ich komme nicht rauf. Oh, er ist runtergefallen. Ideal. Muss ich das Trinket nicht trinken jetzt mal? Blind ihn. Da kommt noch ein Warrior. Dann muss ich LRS laufen. Eventuell nochmal stealthen. Warrior rennt durch, aber ich habe ihn open. Sehr schön. Warrior down. Priester ist da vorne noch. Ich würde nochmal an Priester rangehen. Ich habe immer noch Bleedings drauf. Das heißt, ich darf nicht in Range laufen, weil er sonst Dots auf mich raufwirft. Lass ich hier nochmal hoch. Aufmauen. Wir gucken mal. Tage. Ich würde immer noch auf den Priester da gehen, ehrlich gesagt. Ich meine, der stirbt jetzt weg oder hat irgendwie eine dicke Heal bekommen. Die ist aber engaged, wunderbar. Einmal gefeiert, kann ich nicht wegmachen mit kein Undead. Aber wenn er nicht, mich nicht dottet, dann kann ich hier nochmal helfen gehen nach dem 4. Wunderbar. Ich bin immer noch an diesem einen Priester dran, ey. Oh, Blackout Brock. Autsch. Eigentlich muss ich ihn laufen lassen. Ich habe kein Sprinten oder so. Aber ich will diese Kombo-Punkte nicht verlieren, deswegen machen wir das so. Wunderbar. Wir hatten ja 5 Kombo-Punkte drauf, deswegen kann ich einfach einen Eviscerate dann machen mit einem. Bestes Ding, Cold, irgendwas, ne? So, das ist ein Mage, das ist ein Ele-Shaman. Problem ist, wenn ich die jetzt engage, kommen die von unten runtergesprungen. Ich guck mal, was da alles kommt. Priest, Warrior, ne, Priest und Dudu. Okay, er ist rangeblinkt. Ich kann ihm leider nicht helfen. Tut mir sehr leid. Du musst leider sterben. Ele-Shaman. Wir gehen mal weiter mit ran. Eins, zwei, drei. Ist ein Heal-Shaman, nee, doch ein Ele. Hat auch die Ele-Waffe an. Deswegen. Unsere Flagge kommt aus Tunnel raus. Das bedeutet, ich werde mal ein bisschen Tunnel bleiben. Und wenn jemand rein will, kann ich den mal wegseppen, wie den hier zum Beispiel. Oder auch nicht. Da kommen sie raus. Er bleibt auch im Set drin. Na, er hat die falsche Form. Das heißt, er kommt da nicht raus gerade. Und da ist ein Dudu, den würde ich engagen sogar. Da ist noch ein Warrior. Ich werde den nochmal zappen, wenn er ran will. Da ist der Dudu dran, dann zapp ich den Warrior hier. Und dann gehe ich mit auf den Dudu, aber erst wenn er auf der Form rauf ist, raus ist. Na, nicht im Bär. Jetzt werfe ich da nochmal ran. Der Dudu wird eigentlich gut weggehalten. Mein Sepp ging nicht durch.
Falscher Server-Tick. Na gut. Den zappen wir nochmal, den Rogue. Der ist geschiebt, dann machen wir den Warrior. Ja, Zap schiebt Warrior. Mit den. Wunderbar. Ich hole mal das Berserker. Gehen wir da mal hin. Ich weiß nicht, wo die Flagge kommt. Das ist die nicht, ne? Nee. Aber wenn, dann kommt sie wahrscheinlich Rampe oder bei Graveyard runter. TGL hat sie aufgenommen. Das ist ein Mage. Ich habe leider keinen Sprinten für den, ne? Ich habe auch vergessen, Fabs zu kaufen. Ich sehe ihn leider nicht. Entweder ist er schon draußen oder... Entweder ist er draußen, ich habe ihn übersehen. Oder er ist noch drinne. Ich glaube, da ist er. Ja. Ramp. Dann gehen wir mal direkt Rampe hin. Theoretisch müssten wir eigentlich auch verteidigen als Rogue. Ne? Okay, der weiß, dass wir hier sind irgendwo. Ich bleibe einfach mal hier. Das ist ein Warrior. Noch 40 Sekunden auf dem Sprinten. Also sprinten wäre schon ganz nice, bevor wir ihn engagen sollten. Wenn er Slowfall macht, wird er irgendwo hier aufkommen, deswegen. Er geht runter. Eigentlich muss er jetzt rauf, ne? Dann zapp ich ihn mal. Und dann zapp ich hier den Priester. Go, go, go. Eigentlich können wir drauf. Wir sind zwei Rogues, oder? Ich warte eigentlich nur auf den anderen Rogue. Ich mache aber Go. Ich denke, der Rogue hat auch auf mich gewartet. Sobald die Bubbles runter sind, mache ich hier Eviscerate One-Shot. Hab sofort geklickt, ja, weil er muss blocken, weil sonst verliert er sowieso. Und wenn er blockt, verliert er die Flagge. Ja, deswegen kann man immer so ein bisschen Pre-Flagge klicken, ja, damit er nicht aufnehmen kann und du ein bisschen schneller bist. Ich kenne mal das Sheep hier weg. Das habe ich mal gesappt. Und dann gehen wir auf den Walk drauf. Mal noch. Ich muss einmal essen. Okay, ich werde geheilt. Wunderbar. Oh, er hat ihn rausgeschossen. Vielen Dank dafür. Vielen lieben Dank. Er hat mein Sepp rausgeschossen. Ich glaube, ich werde hier sterben. Ich habe 17 Sekunden dort drauf. Kein Sprinten, nix. Viele Leute hinter mir. Aber wenn ich die noch ein bisschen beschäftigen kann, ist eigentlich wunderbar. Jo. Du musst leider sterben. Ich stelle mir gerade vor, es gäbe wirklich einen Gott, der hat einen schlechten Tag, sucht nach einer Großstadt aus, beobachtet jemanden und sagt, du musst leider sterben. Ja, das wäre so, wenn du so ein SimCity-Gott wärst, ne? Das wäre es dann, ja. Also Rogue macht auf jeden Fall, ich glaube, mit Warrior mit der meisten Bock, ja. Das ist schon sehr angenehm, die Klasse. So. Dann warten wir mal wieder auf die Flagge. Die hat einen... Xarena hat die genommen. Ein Dulu. Ah, kann ekelhaft werden. Wenn ich jetzt nicht sterbe. Ich habe keinen... Doch, ich habe ein Trinket. Da ist der Dulu? Nee. Doch, da hinten ist er. Ich muss aufmachen. Der Rogue ist mir ziemlich egal, ja. Ich will zu der Flagge hin. Ob wir den Rogue killen oder nicht, ist ja irrelevant fürs Game. Aber der Dudu ist ja schon out of Mana. Das heißt, eigentlich ist er relativ gut tot, wenn wir rankommen. Okay, wir haben sie getaggt. Ich greife mal nicht an. Versuche hier einfach, um Scape zu bleiben. Scape nochmal zu kommen. Ist aber ein Blizzard drauf von dem. Warrior. Ich glaube, ich bin dead hier. Boah, schöne Heilung. Ich werde nochmal so restaven. Ich warte auf meinen Tick. Das ist der Tick, dann können wir stealthen. Shaman drauf. Ist nur ein kurzes Kit, ne? Ich hatte nur 2 Punkte. Aber sollte trotzdem sterben. Ich werde angekastet vom Frostball. Ne, der andere wird angekastet.
Der wird blinzeln, oder? Nee. Okay, nur war da raus. Jetzt hat er geblinzelt, jetzt ist er eigentlich tot. Wenn wir jetzt rankommen, dann war es für den. Oh, ich würde so gerne Dagger Rogue auch noch spielen. Ich meine, ich kann mal einen Dagger reinnehmen, ne? 1, 2. Da ist ein Block. Oh, die Bubble. Nein! Ich glaube, der ist weg. Können wir nichts mehr machen. Wir können nur hoffen, dass wir jetzt hier genug Schaden machen, um den Warrior noch zu töten. Nee. Ich kann leider nicht mehr ran. Ich brauche unbedingt die Fabs. Ansonsten wird es nichts. So, mal sehen. Wir haben die Flagge vom Gegner gepickt geworden. Da ist ein Mage. Der weiß aber nicht, dass ich ihn gesehen habe, oder? Der geht nochmal rein. Der wird blinzeln gleich, oder? Jo. Er hat leider mein Dings gebrochen. Eine Fabbahn, da werde ich einmal aufmounten. Wir sind zu fett. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Da kommt Undead Female durch. Aber wir müssen, glaube ich... Wo kommen wir durch? Es gibt ja mehrere Punkte. Hier kommen wir durch, ne? Oder wir sind falsch gesprungen oder so. Aber das ist immer schrecklich, wenn irgendwie das Hunterpad dein Gaut spricht oder so. Und dann kommst du nicht mehr hinterher deswegen. Ich habe auch keine Bandagen in der Leiste. Die könnte ich ja nicht auch mal gut gebrauchen. Na gut, dann müssen wir jetzt den Mage jagen gehen. Wo auch immer der gerade sein mag. Der wird wahrscheinlich irgendwo da sein. Okay, er ist auf dem Haus drauf. Und hat einen Priester dabei, oder? Und Dudu hat dabei. Dudu und ein Priester. Und ein Warrior und noch ein Mage. Deren Haus ist aber nicht so gut wie das Allianzhaus, deswegen. Haben Alice noch zusätzliche Portale wie die Horde? Ich glaube, die haben noch ein Portal nach Dings, ja. Nach Terramor. Oder? Oder kommt das erst später? Irgendein Portal haben sie, glaube ich, noch. Ah, ich komme leider nicht ran so. Ich müsste einmal komplett außenrum gehen. Theoretisch. Aber alleine kann ich die sowieso nicht töten. Nein! Didn't work. Okay. Ich habe versucht, ihn zu zappen, wenn er runterspringt, aber ich wurde rausgenockt. Ich glaube, das war's. Flagge ist weg. Obwohl, Poggis hat ihn noch. Der muss oben lang laufen. Ich laufe ihm mal entgegen. Wird ganz knapp. Ja, der ist dead. Gehen wir hier mal stealthen. So, 3, das ist halt der komplette Squad, ne? Die Flagge hier reinbringen. Theoretisch müsste ich auch das Pre-Match spielen. Das macht das alles so viel entspannter. Zumindest so 2, 3 Leute. Hier ist noch ein Warrior. Orks. Warum hat er sich ein Windview-Totem gestellt? Frag ich mich. Da bin ich mal gekickt. Weil nur, weil die Tank ich einfach geht. Ich warte auf den Energietick noch und dann gehe ich wieder rauf. Goodbye. Da ist ein Krieger. Hatten wir nicht auch einen Krieger dabei? Ich glaube, der Krieger ist gestorben. So, letzter Tick vom Dot weg, dann gehen wir stealthen.
Das ist ein Warrior. Der wollte mich rausschauen, der Lümmel. Da ist auch noch einer, aber ich glaube, wenn der alleine ist, schaffe ich den nicht. Ich frage mich, wo meine Leute sind. Die sind vorne alle. Unserer Seite der Map. Dann gehen wir mal zu dem mit rüber. Das ist Mage. Mage ist eigentlich ein ganz gutes Target für mich. Kommen Sie her, lieber Mage. Hier, der geht weg. Das ist die Flag. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal bekommen werden. Ich kann ja nicht einfach ranlaufen, der macht dann Bear Charge, ne? Und der Priester mit dabei, zwei Stück. Und meine Leute sind leider hier rumgegangen. Und nicht zu dem. Ich bin halt komplett alleine mit dem. Jupp. Wir sind leider sehr allein. Der Rest der Leute sind da vorne. Dann wird das der Win sein für die Horde. Mein Bestes versucht. GG's.